Mein Name ist Christian Hartl und ich bin Exportkontrolleur. Heute möchte ich Sie in die Dual-Use-Güterliste, deren Nummern und Aufbau einführen. Im Speziellen betrachten wir heute die europäischen Dual-Use-Güterlisten. Und im folgenden Video geht es dann um die amerikanische Dual-Use-Güterliste, also die CCL. Denn zwischen den beiden Listen gibt es doch den einen oder anderen Unterschied. Aber kommen wir zum Inhalt des heutigen Videos. Erstens, wie ist die Dual-Use-Nummer aufgebaut? Und zweitens, wie ist die Struktur und der Aufbau der europäischen Dual-Use-Güterlisten? Beginnen wir damit, unter welchen Abkürzungen die Dual-Use-Nummer auch bekannt ist. Sie wird auch als ECN, also Export Classification Number, als EKN, Exportkontrollnummer oder als ECCN, Export Control Classification Number genannt, um nur die wichtigsten zu nennen. Aber wie ist die Dual-Use-Nummer aufgebaut? Eine Dual-Use-Nummer besteht aus einer Zahl, einer Großbuchstaben und wieder drei Zahlen. Das Ganze sieht dann wie eingeblendet aus. 2A001. Aber was sagt diese alphanumerische Abkürzung aus? 2A001 sind beispielsweise Wälzlager und Lagersysteme. Aber nehmen wir zuerst einmal die Dual-Use-Nummer an sich genau unter die Lupe. Die erste Ziffer ist die sogenannte Kategorie. Insgesamt gibt es 10 bis 11 Kategorien, von 0 bis 9. Und diese sind 0 kerntechnische Materialien, Anlagen und Ausrüstung, 1 besondere Werkstoffe und Materialien und zugehörige Ausrüstung, 2 Werkstoffbearbeitung, 3 allgemeine Elektronik, 4 Rechner, also Computer, 5 Teil 1 Telekommunikation, 5 Teil 2 Informationssicherheit, 6 Sensoren und Laser, 7 Luftfahrtelektronik und Navigation, 8 Meeres- und Schiffstechnik und 9 Luftfahrt, Raumfahrt und Antriebe. Nachdem nun diese 10 bis 11 Kategorien geklärt sind, kommen wir zu der zweiten Position, den Buchstaben. Insgesamt gibt es 5 Buchstaben, von A bis E. Das sind die sogenannten Produktgruppen. A steht für Systeme, Ausrüstung und Bestandteile, B Prüf-, Test- und Herstellereinrichtung, C Werkstoffe und Materialien, D Datenverarbeitungsprogramme, Software und E Technologie. Wobei hier noch erwähnt werden muss, dass sich die Produktgruppen B, C, D und E zumeist immer auf die Produktgruppe A beziehen. Damit ist gemeint, dass die B Prüfeinrichtung, C Materialien, D Software und E Technologie meist immer in einer Beziehung zum System A stehen. In den Klassifizierungsvideos werden diese Punkte noch deutlicher. Aber zurück zu der Dual-Use-Nummer und zu den letzten drei Ziffern, die Klassifizierung oder auch Gruppierung genannt werden. Und wie Sie sehen, kommen hier die 4 Exportkontrollregime wieder ins Spiel. Von 001 bis 099, das war es ein Arrangement. Von 101 bis 199, das Missile Technology Control Regime. Von 201 bis 299, die Nuclear Supplier Group. Von 301 bis 399, die australische Gruppe. Und 901 bis 999 sind die nationalen Kontrollen. Aber nur mit dieser alphanumerischen Abkürzung ist es zumeist nicht getan. Denn falls möglich, sollte ein Gut immer so genau wie möglich klassifiziert werden. Um dies zu erreichen, werden weiter abwechselnd Buchstaben und Nummern angehängt. Wie im folgenden Beispiel. 2A001C1. Sehen wir uns das Ganze einmal genauer an. Wie schon zuvor genannt, 2A001 sind Wälzlager, Lagersysteme und Bestandteile. Das C sind aktive Magnetlagersysteme mit einer der folgenden Eigenschaften sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür. Und 1 bedeutet Einsatz von Materialien mit einer magnetischen Flussdichte größer gleich 2,0 Tesla und einer Streckgrenze größer als 414 Megapascal. Diese Information in dieser tiefen Granulierung ist wichtig, um genau zu identifizieren, um welches Gut es sich handelt. Aber zurück zur Dual-Use-Nummer und dessen Aufbau. Die Dual-Use-Nummer ist innerhalb der EU und der Schweiz gleich.
Auch viele weitere Länder nutzen dieses System, wie die USA, UK oder Kanada. Da nun der Aufbau der Dual-Use-Nummer definiert und geklärt ist, kommen wir zum zweiten Punkt der Agenda. Die Struktur und der Aufbau der europäischen Dual-Use-Güterliste. Die Dual-Use-Güterlisten folgen in ihrer Struktur dem Aufbau der Dual-Use-Nummer. Aber was ist hierbei gemeint? Die Dual-Use-Güterliste beginnt genau wie die Dual-Use-Nummer mit Null, also mit den kerntechnischen Materialien, Anlagen und Ausrüstung. Weiter zu A, Systeme, Ausrüstung und Bestandteile, hin zur Klassifizierung oder Gruppierung beginnend mit 001, Kernreaktoren und besonders konstruierte oder hergerichtete Ausrüstung und Bestandteile hierfür wie folgt. Und hier kommt dann eine weitere Granulierung ins Spiel. A, B, C und so weiter. Weiter geht es dann mit 0b, den Prüf-, Test- und Herstelleinrichtungen, auch beginnend mit 001, Anlagen für die Isotopentrennung von natürlichem Uran, abgereichertem Uran und besonders spaltbarem Material, sowie besonders konstruierte oder hergerichtete Ausrüstung und Bestandteile hierfür wie folgt. Und auch hier gibt es eine weitere Granulierung wie A1, A2, A3 und so weiter. Auch bei B wie B1, B2, B3 und so weiter. Weiter über 0C, Werkstoffe und Materialien mit 001, natürliches Uran und abgereichertem Uran oder Thorium als Metall, Legierung, chemische Verbindung oder Konzentrat, sowie jedes andere Material, das einen oder mehrere der vorstehenden genannten Stoffe enthält. Weiter zu 0D, Datenverarbeitungsprogramme, Software, mit 001 Software, besonders entwickelt oder geändert für die Entwicklung, Herstellung oder Verwendung von Gütern, die von dieser Kategorie erfasst werden. Bis hin zu 0E, der Technologie, mit 001 Technologie entsprechend der Nukleartechnologieanmerkung für die Entwicklung, Herstellung oder Verwendung von Gütern, die von dieser Kategorie erfasst werden. Wie Sie sehen, kommt der zuvor erwähnte Bezug auf die Produktgruppe A bei der Produktgruppe D und E am klarsten zur Geltung. Und genau dieses Schema finden Sie bei allen Kategorien wieder. Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, sind in der EU Dual-Use-Güterliste die 900er Klassifizierungsnummern nicht zu finden. Die 900er können Sie auch in der EU Dual-Use-Güterliste nicht finden, da dieser Nummernkreis die nationalen Listungen beinhaltet, beispielsweise von Deutschland, Österreich, Frankreich und so weiter. Dieser 900er Kreis ist meist in einer nationalen Liste abgebildet. In Deutschland finden Sie die 900er in der Anlage 1, Anlage zur Außenwirtschaftsverordnung, Teil 1, Abschnitt A, Liste der national erfassten Dual-Use-Güter, kurz genannt Teil 1b. In Österreich werden ausschließlich nur die Listen der EU genutzt, mit Ausnahme einer Liste für Kriegsmaterialien. In der Schweiz ist der 900er-Kreis im Anhang 2 der GKV, Liste der Güter mit doppeltem Verwendungszweck, mitverankert, da die Schweiz nicht an die EU-Dual-Use-Güterliste gebunden ist. Kommen wir abschließend noch zum Anhang 4 der EU-Dual-Use-Güterliste, Liste der Güter mit doppeltem Verwendungszweck. Diese Sonderliste der EU beinhaltet Güter, die auf nationaler Ebene kontrolliert sind. Das heißt, für diese Güter benötigen Sie auch für eine Verbringung innerhalb der EU eine Genehmigung, wie bei einem Militärgut. Was eine Verbringung ist, wurde bereits in meinem ersten Video Was ist Exportkontrolle erklärt. Aber zurück zur Dual-Use-Nummer und deren Güterliste. Der Aufbau der Dual-Use-Nummer ist innerhalb der EU, Schweiz und vielen weiteren Ländern identisch, wie USA, Kanada und UK. Auch die Struktur der Dual-Use-Güterliste folgt immer dem Schema und dem Aufbau der Dual-Use-Nummer. Ein wichtiger Punkt noch zum Abschluss. Wenn Sie eine Dual-Use-Güterliste nutzen, verwenden Sie immer die aktuelle Liste Ihrer Behörde. Denn somit können Sie vermeiden, dass Sie eine falsche oder veraltete Liste benutzen. Die Links zu den Listen für Deutschland, Österreich und der Schweiz finden Sie in der Videobeschreibung. Es freut mich, dass Sie weiterhin Interesse an der Exportkontrolle haben. Im folgenden Video werde ich auf die US Dual-Use-Güterliste, also die CCL, eingehen.
Wir sehen uns und bis bald, Ihr Christian Hertel.